Was geht, Leute? Willkommen zu Tekken 8. Endlich ist es soweit. Eigentlich wollte ich auf Twitch streamen. Ich habe es auch versucht, aber irgendwas war mit meinem Mikro. Ich habe auch jemanden gefragt, der hat gesagt, da kommt so ein übelstes Rauschen. Aber ist scheißegal jetzt. Wir gehen direkt rein. Die Story. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da. Schaut in der Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. So, die Dunkelheit erwacht. Achso, ja, stimmt, das hatten ja alle schon. Ja, kannst mal einschalten, egal. Das hatten wir schon. Ich habe dafür sogar ein Video gemacht. Also, yes, passt. Wir gehen direkt in die Story rein. Natürlich auf Mittel, wer will schon auf Leicht spielen. Ich bin so gespannt, ey. Achso, fängt es von hier wieder an. Ganz am Anfang. Also das, was wir gespielt haben in der Demo-Version, war das, glaube ich, ja. Egal, wir machen es einfach nochmal. ラース司令、まもなくオペレーションライトニングを開始します。 三島兵八が消えてから半年、ようやく掴んだチャンスだ。ああ、今日こそ世界の敵を撃つ。全てはあいつにかかっている。頼むぞ、風間じ。 世界に戦争の種をばらまいた大罪人が今さら何の用だ。三島和也、お前の存在が世界に争いを抜かせ。その戦争を始めたのは貴様だろう。全て Macht's mal weg. Oh shit. Wir haben es ja schon mal gespielt. Ich weiß nicht, ob mein Spiel zu laut ist. Warte mal, mein Spiel ist glaube ich zu laut. So, jetzt glaube ich besser. Ey, so viele Spoiler im Internet auf einmal. Ich weiß nicht, woher die gekommen sind. Aber ich habe mich nicht spoilern lassen diesmal. Letztes Mal habe ich glaube ich Strafen gemacht gehabt. Aus dem Grund habe ich diesmal Ausweichen benutzt. Oh shit. Ey, die Musik, ey, die haben, Tekken 8 hat, glaube ich, die beste, epischste Musik überhaupt jetzt in einem Kampfspiel. Ja, natürlich.
Easy. Das haben wir gesehen. Ah, Devilchen, sein Trailer sah aber ganz anders aus. Das ist nicht dieser Devilchen gewesen, glaube ich. Der hat so zwei Dinger an seinem Kopf. Wie nennt man das? So die Hörner. Ah, shit, ich wollte es machen. Ich mach's. Yes! Jawohl. Was macht Katsuya da für ein Move, ey? So wie Barriere. Geschafft. Geschafft. Jawohl. Schon krass. Ich verstehe nicht, wieso Katsuya das mit sich so machen. Ich bin ein Katsuya-Fan. Halt, ey. Wie ist Katsuya nur so strong geworden, ey? Mich interessiert doch diese Reina oder wie die heißt. Jetzt tickt der brutal aus, ey. Ich weiß nicht, ob Mitte wirklich eine gute Idee war. Alter! Oh shit, der hat mich bekommen. Ey, Katsuya! Katsuya! Ich musste das machen. Jawohl! Ey, das sieht so geil aus.
Brutale. Das kennen wir ja schon. Alles von der Demo. Ich glaube, Kapitel 1 war alles vom Demo, ey. City blocks have been lost. The top brass has given us attack orders. C'est inutile. Ignorez ça. Reben, donnez la priorité au sauvetage des survivants. Vous vous montrez finalement tel que vous êtes vraiment. Ab hier ist Teil 1 fertig. Also Kapitel 1. Ach so, ja, noch Jin. So, genau, ab hier war's fertig. Kapitel 1. Diese Szene ist eigentlich auch sehr interessant, ey. Sehr interessant sogar. Wer war das nochmal? Wie hieß die jetzt? Safina oder so, glaube ich. Azazel.
Einfach Azazel. Ich habe das bei der Demo nicht gemerkt, ey. Ich bin echt gespannt. Im Trailer haben die gezeigt, dass Kazuya ja eine neue Devilform erreicht hat. Erstens will ich wissen, wie er es geschafft hat, diese neue Devilform. Hat er so viel trainiert? Hat er so viel gemacht? Keine Ahnung. Aber Jin bleibt doch nicht einfach so stehen. Ich denke, habe ich auch bei der Demo gesagt, ich denke, dass Jin seinen eigenen Weg geht. Und mit seinem eigenen Weg meine ich irgendwas, dass er mit diesem Devil nichts mehr zu tun haben will. Das zeigt er ja schon die ganze Zeit auch bei der Demo. Das hat man ja auch jetzt bei den Trailern und so gemerkt. Der will mit dieser Devil-Form nichts zu tun haben. Aus dem Grund wird Devil-Jin, sage ich, Jin nicht einfach so bleiben. Und im Endeffekt kämpfen die auch zum Schluss. Kazuya wird ja, glaube ich, auch verlieren, denke ich mal. Also denke ich mal, ich weiß was, ich denke auch beide sterben. Also meine Vermutung, meine Theorie jetzt bis jetzt war, Kazuya und Jin sterben. Ich will wissen, was passiert. Ich bin so, ey, das ist brutal. Boah, die Sache ist, den Anfang kenne ich ja schon. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Um das geht's mir. Boah. Ja, jetzt fängt's an. Kapitel 2. Kraft auf Abwägen. Nein, nein, ich wollte nur was gucken. Boah, ey, Lars, seine Blitze sind nicht normal geworden, ey. Ah, scheiße. Guck mal, was sind das für Blitze, ey? Richtig geil, aber. Das ist so geil. Die Fäuste sind so geil. Das ist die Rage Art von dem normalen Jin, oder wie? Revanche-Kampf. Ach komm, so will ich doch nicht. Übertreib. Zack. One inch punch.
geht nicht, oder was? Krass. アリス。瓦礫に埋もれた俺を助けてくれたそうだな。アリサ、感謝する。当選のことをしたまでです。ジンさんはみんなの希望だすけ。ジンさんの誰より強い意志と覚悟をみんなが知っています。 抱え込まないでくださいね。 みんなの希望か。希望をつかむには俺の手は汚れすぎた。デビルの力について調査依頼している有識者とは近々合流予定だ。 それと、トーナメントを妨害する件だが、アリサを送り込むしかないか。待ってくれ。俺をトーナメントに出場させてくれ。俺のデビルの力は戦いの中、窮地に陥った際に発現した。力が蘇るとしたら、それもまた戦いの中でだ。カズヤ主催のトーナメントだ。 G社が仕掛けてくるかもしれん。それでも行くのか。デビルの力は必ず取り戻す。そして次こそは刺し違えてでも奴を殺す。いいだろう。だが予選大会は3日後だ。それまでにもう少しまともに戦えるよう準備しておけ。 Krass. Lars hat also auch eine sehr große Rolle wieder. Krass. Kapitel 3. Vorrunde? Jetzt schon. Lars verliert. Auch schon seit ewigen Rivalen, ey. Seit Tekken 1, glaube ich. South American block winner is an MMA star who has jumped into the spotlight, Azucena M. Ortiz from Peru. Last is a North America B block winner, the hero who saved New York rises to the challenge again, Leroy Smith of America. It's an impressive lineup of fighters. We'll be looking forward to seeing them in action. These exciting block qualifiers will definitely keep us all watching. Jinryu. 戦いを混沌で満たすがいい。準決勝進出おめでとうございます。はじめまして、ジン先輩。私レイナって言います。 私も三島高専に通ってて、ジン先輩の噂いろいろ聞きました。あれ、完全スルーですか？私が次の試合で勝てば、ジン先輩の次の相手は私です。必ず勝ちますから。
その時はお手合わせお願いします。Boah, genau, ey, die interessiert mich übel. Best 4 最後の一枠を掴んだのは、無名の新人、レイナ選手だ。続きまして準決勝第一試合を行います。レイナ選手は三島高専に退学中、入学以前にも不審なデータはありません。では G 社の資格という線はなさそうですね。なんと瞬殺、韓国のファラン選手、圧倒的強さで決勝へ駒を進めました。準決勝を勝ち抜いたとして、今のジンが勝てるかどうか。ただいまより準決勝第2試合を行います。ようやく戦えますね、ジン先輩。私試合の時は荒っぽくなるので気をつけてくださいね。レディー、オーシット。Kämpft man jetzt eigentlich in dieser Story nur mit Jin oder? Ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. Also geht es jetzt nur noch um Jin, meine ich. Ist ja nicht so schlimm, aber ich frag halt nur. Sag mir das bitte ernst, ich nimm's doch ernst.Nimm du es ernst. Hey, dieser Move. Hä? Dieser Move. Oh mein Gott. Stimmt's also?Die ich jetzt auf Mishima-Stil rüber, oder wie? Oh, shit, stimmt das bitte nicht? Oh mein Gott, ich glaub's gerade nicht. Ich hab nichts geglaubt, ey. Was hat die da ge- Oh mein Gott.Nahtoderfahrung.Irgendwas stimmt nicht mit der, ey. Hä? Horring. それでは始めましょう。決勝へ。
Na Leute, ich muss ganz kurz was einstellen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Der hat jetzt diese Dinge auf sein Gesicht. Habe ich gar nicht kommen sehen, ey. Oh. Leberhaken. パンチ 같은 걸 맞아 버리다니 아 귀찮아 카자마 진 넌 기묘한 힘을 가진 것 같은데 그것도 포함해서 너야 아 재미없어 저런 얼간이한테 지다니. 네. 格好良かったですよ, 진 先輩. 오마이와 레이나가. 実は私, 진 先輩にお願いがあるんです. 헤, was geht ab, ey? Und ich weiß immer noch so wenig. Anna? Nina. Nina. The woman you were looking for was with a serious marksman. Yatsura ga Italia kokunai kara denai you. Kanshi o tsuzukero. Sirius Zuflucht. Sophie no
さんとクラウディオさん？ L'antico demone Azazel è stato sconfitto da Jin Kazama. Adesso è sigillato nella tua mano sinistra. However, we are still in danger of annihilation. Jin Kazama has lost his light, and Kazuya Mishima's ominous glow grows ever stronger. Vuoi dire che sarà Kazuya Mishima, colui che distruggerà il mondo? To prevent this fate, we must seek Jin Kazama. Ano! Watashi mo tsurete itte kudasai! Kakko yokatta desu yo, Jin senpai! Omae wa Reina ka? Jitsu wa watashi...仁先輩にお願いがあるんです。私にも三島和也を倒すお手伝いをさせてほしいんです。それはお前が使った技と関係があるのか？三島流の技ですか？あれは動画サイトの見よう見まねですよ。疑わしいからこそ放ってはおけない。そうだろう、風間陣。Okay. Die Rache für Hayashi ist schon mal klar. Gute Güte! Was für eine Ehre, von Präsident Lee höchstpersönlich begrüßt zu werden. Endo Harubaru Yokoso, Niklas Kurisen Kyoju. Kimi wa tashika, izen no taikai de. Oh, das ist Leo, mein Aushilfsassistent.Hoch erfreut, Sie kennenzulernen. Mein Vater und ich fühlen sich geehrt. Der war in diesem Ding drin, wo das gezeigt wurde, bevor es angefangen hat. Kazama, der Mann, der Unfrieden über die Welt brachte. Ach so. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Fight! Immer noch nicht. Du musst mir doch auch nicht trauen. Hä? So kannst du mich nicht schlagen. Was macht ihr die ganze Zeit, ey? Ach so.Der hat mich fast genommen, ey. Der macht irgend so einen ekligen Move. Guck mal. Geh mal weg, Mann. Verstehe. Was verstehst du? Hast du etwas gemerkt? Er ist schon ein alter Jin. Ich werde es im Weg nach Italien erklären.Ich würde gern von unseren Forschungserkenntnissen über Devil Bericht erstatten. Es gab zahlreiche neue Entdeckungen. つまり、教授の推論をまとめると、デビルとはアザゼルの力を分け与えられた特別な人間であると。Genau. Azazel, der einst unseren Ahnen erschien, schuf sich die Teufel als seine Sippe.Die Teufel berufen sich auf ein bestimmtes Gefühl, um übermenschliche Kräfte zu erlangen. Und dieses Gefühl ist Verlangen. Kazuya とのの欲望の力の差が勝敗を分けたか。覚悟も執念もお前は全てが浅い。Ich habe in deinen Fäusten nicht das Verlangen gespürt, zu siegen, zu nehmen oder zu zerstören. Aber wenn es nicht wäre, könnte ich Mishima Kazuya nicht gewinnen.
Aber ich habe es gespürt. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ein warmes Gefühl, wie ein gerade angezündetes Kaminfeuer. Hey, Leo hat eine üble Rolle. Es gibt keinen Grund, so zu werden wie Kazuya Mishima. Halte deine tiefsten Wünsche in Ehren. Kazama-jin, omae ga dou yatte chikara o torimodosu no ka, jikkuri kansatsu sasete morau. Irgendwas stimmt mit der nicht, ey. Will die Kazuya oder will die Jin? Ich hab's nicht verstanden. Qu'une hiérarchie s'établisse et que les humains commencent à se battre. C'était justement pour empêcher tout cela de se produire qu'Heihachi Mishima avait affronté le démon. Heihachi Mishima is dead. However, a man carrying on his bloodline and ambitions is trying to face off against the devil as a human. Lars Alexanderson. Le lion de la rébellion. Très bien. Contactez Yggdrasil. Il faut une opération conjointe. Aye, aye, sir. Nous sommes les seuls à pouvoir contrôler l'équilibre des puissances de ce monde. Come on, Lars.